Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Yonder, der Cloudcatcher Chronicles. Wir haben jetzt ein paar Stöckchen gesammelt und ich möchte jetzt einmal schauen, ob wir hier endlich mal ein Futtertröglein bauen können. Ja, Schreiner-Set fehlt mir noch. Das mit dem Wasser. Habe ich den schon gebaut? Mu? Was habe ich denn gebaut? Habe ich überhaupt irgendwas gebaut? Brauerset habe ich zum Mäusemelken genug. Futtertrog? Ich glaube, sonst nichts, ne? Gut, ist ja wurscht. Ich kann es ja mal bauen. Die werden es sicher nochmal brauchen. Zur Not verkaufe ich es halt. Ist ja wurscht. Ist ja Blödsinn. So, der Schreiner. Ich brauche mal die Schreiner-Dingens da. Und ich brauche mal die Holzblätter. Die da. Und ich brauche noch einmal so ein Schreiner-Dinger. Und da brauche ich ein Wassertrager. Verstehst du? Ja. Geformte Planken. Kann ich das? Das ist das da, ne? Da brauche ich nur noch ein Schreiner-Set. Okay. Dann haben wir das schon. Habe ich das gebaut? Jetzt habe ich es gebaut. Weil das da gefällt mir ganz gut. Und noch ein Schreiner-Set. Das möchte ich schon gern bauen und hinpflanzen. Und hier Holzlaternenpfahl. Für Blindes. Für das da? Holzbalken geformt? Na. Hä? Wofür braucht man einen Pfahl? Nur so zum Spaß? Wahrscheinlich. Ist wurscht. Ich bohrt mir jetzt einmal zurück. Zu unserem Höfchen. Nein, warte. Vorher muss ich noch Lianen sammeln, bevor ich wegbohrte, weil sonst habe ich bald keinen Reiseknoten mehr. Und dann kann ich sagen, viel Spaß beim Latschen. Ne? Und damit wir nicht zu viel Latschen brauchen, werden wir jetzt schauen, dass wir ein paar Lianen zusammenkratzen hier, ne? Da haben wir schon mal welche. Ein Stück. Steinchen gleich mit. Liane, 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 ach wie fein, sei doch bitte mein. La, ra, ta, ta. So. Ich meine, da hinten müsste eine wachsen. Ja. Tuck. So. Da hätten wir noch eine. Und noch ein Steinchen. Ein feiner Stein. So. Den klopfen wir auch zusammen. Heureka. Dann können wir auch schon mal langsam wieder anfangen, Steinbögen zu bauen. Wenn uns halt ein bisschen Holz übrig bleibt, sonst muss ich vorher noch Holz sammeln gehen. Ja. Also Stöcke halt, ne? So. Da hinten die Stöcke halt, den will ich mitnehmen. Die Stöcke da hinten nehme ich noch mit. Und den Stein. Ach, wie fein. Und dann schauen wir weiter. Dann gehen wir mal wieder zum Hof zurück, nach Möglichkeit. Möglichkeit. Noch ein Stein, noch eine Liane, noch ein Stein. So. Da drüben noch schnell schauen. Ein Stock für eine arme alte Frau. Nix da. Da mein. So. Passt. Hier wären schöne Erze. Nehme ich jetzt aber nicht mit. Den nehme ich mit. Wow. So. Dann haben wir wieder ein bisschen Stein. Ein bisschen Stein ist gut. Über 200. Schon bald, ja, schon bald 300 wollte ich sagen. Das noch nicht, aber... 250 hätten wir schon fast. So. Den noch und dann muss ich echt schauen, dass ich weiterkomme. So. Wäre zumindest optimal. So. Ist jetzt mal Schluss hier, Zocki? Was machst du da?
Ich fall sonst noch unter Tierquäler, wenn ich nicht bald einen Trog hinbringe zu dem Hof. So, den nehmen wir noch mit und dann ist jetzt wirklich Schluss. So. So. Bauen. Einmal Reiseknoten oder zweimal von mir aus. So, dann sind wir da schon mal ein bisschen safe. Und Schreinerlein habe ich jetzt, glaube ich, Drog und das schon mal fertig. Das müsste auch passen. So. Reise. Reiseweise zum Fleckenbaumhof. So. Frühling haben wir. Jawohl. Auch schön. So. Genau. Ich möchte bauen, bitte. Und zwar den Futtertrog. Wo tun wir den hin? Ich würde sagen, dahin, oder? So. Dann den Wassertrog. Dahin. Dann die Blumenkiste. Will ich gern hier hin. Ja. Ja, das ist hübsch. Ha, das ist schon hübsch, oder? Oder ich grenze damit die Beete nachher ab, weil hier könnte ich noch ein paar Beete herbauen. Vielleicht. Haben wir noch was? Kopfstein. Echt jetzt? Das kann man hinpflanzen, hinbauen? Aha, als Weg. Okay. Na, so passt das schon mal. So, jetzt hat's zum Essen und zum Trinken. Einen schönen guten Morgen, Schatzi. Wie geht's dir? Hallo. Bist du glücklich? Geht's dir gut? Ja, das freut mich. So, jetzt müsst ihr auch der Produktionsertrag steigern. Da der Schatz jetzt was zu essen hat. Dann will ich das Schweinchen gleich mal adoptieren. So, ich hoffe, dass das einen großen Stall braucht. Da hätten wir noch ein Steinchen, perfekt. Und ein Schweinchen in der Nähe, perfekt. Dann probieren wir mal unser Glück. Wow. Ich hoffe halt, weil sonst wären hier große Gehege für den Hugo. Hallo. Na, hättest du gern ein Pilz? Kommst du mit mir mit? Ja? Ja, komm mal mit. Vielleicht habe ich was Schönes für dich. Zu Hause, meine ich. Weil es könnte auch sein, dass hier nur kleine Gehege gebraucht werden, ne? Nein, Schatzi! Du sollst ja mitkommen! Nicht weglaufen! Ja, hallo! Ja, komm mit mir! Ja, komm mit mir! Ja, komm! Ja, komm! Vielleicht gefällt es dir ja, wo du hinkommst. Ich würde so lachen, wenn das Schweinchen uns da Blümchen produziert. Wahrscheinlich. Verschiedene Blumen, das wäre echt lustig. Auf jeden Fall mag es Pilze. Also es ist ein kleines Pilzschwein. Na komm nur. Ja komm, ja komm. Ja komm, ja komm. Ja komm. Ah, das sind die schönsten Schweineborsten, die es gibt auf der Welt, oder? Schau mal. So schöne Blümchen. Schon aus wie Hortensien. Na, wie schaut's aus? Würde es dir hier gefallen? Hä? Was meinst du? Was meinst du? Würde es dir hier gefallen? Ich gebe ihm noch einen Pilz. Ich laufe mal weg. Wenn er mir folgt, dann weiß ich, ich habe da ein falsches Gehege, glaube ich. Na, schaut gut aus. Ja. Oder? Grunzi? Ist es zu groß für dich?
Brauchst du auch nur ein kleines? Ich glaube, der braucht auch nur ein kleines. Ich baue mal ein kleines, ne? Nach Möglichkeit. Dafür brauchen wir einmal Grunzen, genau, einmal Wasser. Pizza? Na, Pizza brauche ich keins, Wasser. Für den Kleber. Da brauchen wir, das ist der kleine, ne? Ja, Kleber haben wir genug. Holzbalken. Dann brauchen wir Holzplatte. Kleber und Planken. Da müssen wir Wasser kochen. Hoppala. Kleber. Holzplatten wollte er haben, ne? Zwei Kleber. Zwei Kleber. Eine Planke. Ja, du kannst mich da angrunzen, wie du lustig bist. Ich suche gerade. Ich glaube, ich kann keine Planken herstellen. Kann das sein? Kann es sein, dass ich mir die bei die Tischler holen muss? Oh, den gelben kann ich auch herstellen. Mach mal kurz was dazwischen, ne? Ich brauche Lianen. Hey, Schatzi! Ja, ich hätte gern, dass du da bleibst. Ehrlich gesagt. Ich habe nicht gedacht, dass dir der große Stall nicht gefällt. Jo. Ich habe ein Problem. Lianen da oben. So. Einmal. Da oben ist noch eins. Zweimal. Da muss ich wohl das Schweinchen ein bisschen später holen, ne? So. Einmal Wasser. So. Halt. Dann, was brauchst du noch? Konstrukteurset. Jetzt da. So, das hätten wir jetzt auch mal. Da kann ich die jetzt auch schon abgeben dann. Uiuiui. Okay, aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Dass ein Schreiner, ja, keine Planken herstellen kann, ist lächerlich. Wo war der Holzkonstrukteur? Der Schreiner daheim. Das habe ich alles vergessen. Dann könnte ich dort nämlich was kaufen, ne? Gut. Ja, ich brauche Planken. Es hilft nichts. Ich brauche Planken. Das ist jetzt echt doof. Ach, herrje. So. Es wäre halt echt schön, eine große Karte zu haben. Ah, warte. Holz für Planken. Sägewerk. Ich weiß nur, dass es irgendwo auf dem Berg war. War es in der Nähe von den Köchen? Na. Oder doch? Scheiße. Das sagt man nicht, Zocki. Ach so. Stimmt.
Stimmt, da war was. Ja. Bin jetzt leicht überfragt, ehrlich gesagt. Jetzt habe ich einen Blödsinn gemacht, ne? Da komme ich jetzt nicht mehr drüber. Ich schwöre, ich werde immer hier runterspringen, weil ich den Felsen sehe. Wenn ich das jetzt noch wüsste. Ne, das wäre. Das wäre spitze. Hier kommt man auch nicht drüber, ne? Wahrscheinlich. So, Lianen, die nehme ich noch mit. Nein. So, jetzt aber. Nein, hier ist es nicht gedacht, drüber zu kommen. War ja so klar hier. Da könnte man nochmal eine Brücke brauchen, bitte. So, das nehmen wir mit. Und den halt, nimmst du den Stock bitte mit. Danke. Ach, herrje. Das da oben war jetzt was anderes, oder? Das war jetzt die Mühle, genau. Das war die Mühle. Ich werde es schon wieder finden. Keine Sorge, kein Stress. Ich finde es schon wieder. Irgendwann. Ganz... Bestimmt, wollte ich sagen. Ich stecke fest. Na, wie habe ich denn das jetzt angestellt? Alter! Echt jetzt? Jetzt komme ich nicht mehr weg? Dein Ernst jetzt? Okay. Das muss mir mal jemand nachmachen. Echt. Hilfe! Was mache ich denn jetzt? Also in die Spalte musst du mal reinkommen, ne? Respekt? Vor allem das Tolle ist, ich kann den Teleporter nicht benutzen. Mhm. Okay, Game Over. Das war's. Okay. Warte mal, ich versuch mal was. So. Dann kann ich laden? Nö. Warte mal. Ja. Ich versuche den noch schnell. Nein. Warte. Muss ich nochmal raus? So. 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 Und dann nehmen wir den. Ja, der ist am nächsten. Gut, passt. Gerettet. Okay, langsam, Zocki. So. Schocksperre Not, ey. So. Ja, Schatzi, tu mich auch. Also nicht darunter hüpfen, ne? Da ist man dann, ne, erledigt. Ah, die Qualle ist wieder da. Schön. Gut. Dann tun wir weiter Stein klopfen. Man muss alles einmal ausprobiert haben. So. Da sind jetzt die Köche zu Hause, ne? Ah, ich bild mir ein, das war noch nicht ganz richtig. Halt, das war's zum Anpflanzen. Ich schwöre, nehm vorbei, ne? Ich schlau Fuchs. Drei sind noch übrig.
in dem Gebiet. Okay. Vielleicht schaffen wir es ja. So, zack, zack und bam. So. Da-dam, da-da-da-dam. Wo war das nochmal? Ja, Grund, da hast du recht. Kann ich nur beipflichten. Es war irgendwo oben, das weiß ich noch. Aber da gab es ein Dorf. Und bei dem Dorf konnte man rauf. Und dort oben war die Säge. Das Sägewerk. Zwei wären noch. Vielleicht wird es ja noch was. Ich schaue mich hier mal grob ein bisschen um. Vielleicht finde ich ja noch eins zum Einpflanzen. Das wäre super. Vielleicht habe ich ja auch ein Todelglück und finde alle beide. Hm. So. Wow. So, so, so. So. Oder war das doch das Dorf hier? Das ich gemeint habe. Na, das ist das Dorf der Köche, ne? Glaube ich. Ja, ja. Passt schon. Das Dorf der Köche, ja. Na, das glaube ich, habe ich nicht gemeint. Da gab es noch ein anderes, bilde ich mir ein. Und dort ein Berg rauf müsste das Sägewerk sein. Aber ich glaube, wenn man am Strand entlang läuft, müsste man dorthin kommen. Bilde ich mir ein. Hm. Jo. Ich hab Sorgen, ne? Dam, dam. So, her mit die Steinchen. Stop. Ich hab Sorgen. Die hat sonst niemand. Was kannst du mir glauben? Ja, ja. Es ist nicht leicht, solche Sorgen zu haben. Aber es macht einen stark. Lala. Yeah. So. So, so. So, so. Ein Stöckchen. Wahnsinn. So, jetzt sind wir eigentlich wieder bei unserem Dorf, glaube ich, ne? Jetzt muss ich dann da raufschauen, was da oben war. Da haben wir noch mehr Steinchen. Alter Schwede, ne? So, jetzt haben wir wirklich bald 300 Stück. Und ich befürchte, es ist noch lange nicht genug. Ah ja, das war dieses Dorf hier. Ich glaube, ich hätte andere Richtung gemusst. Alter! Scheiße. Zocki, das sagt man nicht. Stimmt. Wahrscheinlich kann man die Karte größer machen. Ich bin nur zu blöd, das zu tun. Das würde mich schon gar nicht mehr wundern. Da oben ist jetzt nur mein Bauernhof, glaube ich, ne? Oje, oje. Ja. Oje, 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 mini. Das ist halt der Krux oder das Elend, wenn man Let's Plays macht. Man vergisst dann so schnell, weil du dann längere Zeit nicht spielen kannst. Oh, aber es hat sich schon mal gelohnt. Zack.
Haben wir schon wieder ein Sämling gepflanzt. Zwei sind noch übrig. Aha. Da. Einer noch. Ein einziges Vorkommen noch. Vielleicht finde ich es. Dann hätten wir dieses Gebiet auch schon fertig. Das wäre gar famos. Und schön noch dazu. So. Nice. So. Ja. Es ist halt so. Zack, zack, zack. Boing. Sehr schön, sehr schön. Ich kann mir vorstellen, dass es hier irgendwo sein müsste, wenn es noch ein Vorkommen gibt, weil wenn hier gleich zwei nebeneinander waren, ist die Chance recht hoch, dass das dritte nicht weit weg sein kann, ne? Deshalb erdreiste ich mir, dass ich mich hier mal ein bisschen umschaue, um vielleicht mit etwas Glück auch das eine Feld zu finden, wo wir einen Baum pflanzen können, ne? Vielleicht, vielleicht haben wir Glück. Inzwischen können wir eh Steine kloppen, das passt eh. Das wäre jetzt echt schön, wenn wir das finden könnten. Bam. Natürlich könnte ich auch ein mega Pech haben. Und das wäre woanders und wir würden es bei gut Glück irgendwann mal finden. Bam. Naja. Ich schaue mich hier noch kurz ein bisschen um. Da ist noch ein Stöckelein. Da können wir noch super die Steine hier mitnehmen. So. Ja, weg, weg. Und zack. So. Und hier noch. Hier oben wäre lustig gewesen, ne, wenn es gewesen wäre. Es wäre richtig versteckt gewesen. Aber ich nehme schon an, dass es genau an so einem Ort sein könnte. Das letzte Vorkommen. Wo ich selten bis gar nicht durchlaufe. Oder selten bis gar nicht hinkomme. Luki, Luk, Luk. Am Tag sieht halt alles auch anders aus, ne? Muss man ja auch noch betonen. Ah, da ist nichts, glaube ich. Das wird schon an einem Ort sein, den ich wahrscheinlich erst finden werde oder gefunden habe und damals keine Sämlinge hatte, weil ich noch zu doof war. Das wird schon zu mir passen. Ja gut, der Part ist ja auch gleich zu Ende, ne? Haben wir ihn wieder wunderbar mit Steinekloppen verbracht. Hervorragend. Was gibt es denn Schöneres, bitte? Was gibt es Schöneres? So, die Brücke werde ich noch schnell passieren, um das noch abzuchecken, ob da hinten wohl nichts versäumt worden ist. Ich hoffe nicht. Möglich wäre es. Deshalb schaue ich schnell nach.
damit ich das hier abgehakt habe. So. Nein. Hier war nur eine Truhe. Sonst nichts. Gut. Ja, passt. Dann würde ich sagen, finster wird's. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!